Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Greises F. In der letzten Folge haben wir Kurt erledigt, beziehungsweise in der Folge davor, aber für mich war es eine Folge. Und ja, Richard hat uns schon wieder das Elf geklaut aus dem Wolknis und wir wurden in den Händen von Poston und den Amazianern gelegt, weil Kanzler Eigen uns eigentlich festnehmen wollte. Und jetzt sind wir hier und wir sollen ins Wissensarchiv gehen und dann sollen wir vielleicht zum Lastalia gehen, was der Kern der Welt ist und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt hier in der Marschen Enklave und ich wollte jetzt hier gucken, ob hier noch was kaufen kann, weil ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich hier schon die Ausrüstung noch mal geholt habe und so. Platin-Gestell, geil. Wir haben 3 Stempel, gut. Können wir hier noch ein bisschen dualisieren vielleicht? Elegante Feder. Ein Dämonenfall. Okay. Der Zerschrotter können wir erstellen, alles gut. Glaube ich. Aalreisbrei. Ist nicht das, was wir irgendwie brauchen? Machen Krabbenreis. So, ist das nicht das, was wir brauchten für Zerwert? Ne, mehr Wasser brauchen wir. Und wir müssen mal irgendwann durch die ganze Welt hier durchreisen und die ganzen Quests abgeben. Und dann kriegen wir voll Punkte und dann sind wir voll glücklich. So, dann gehen wir mal zum Wissensarchiv. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Von Poston. Ja, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen wie Pascal. Ich finde das so geil, wie der sagt. Ey, das ist so süß. So Poston. Ich kann halt irgendwie nicht. Das ist so einen französischen Unterton irgendwie. Und nicht. Pascal kommt ja aus dem Französischen, wenn ich mich irre. Der Name. Ach ja, Poston ist ja noch beim Balkanist, hat sie gesagt. So wollte ja noch da bleiben. Die Aufseherin ist aus irgendeinem Grund auch weg. Warum auch immer. Dann gehen wir ins Wissensarchiv und klauen alles Mögliche. Entschuldigung. So. Dann haben wir ein schönes Archiv. Wie langweilig. Mhm. I imagined that a place called the Archive of Wisdom would be more like a library. Oh, we're chock full of wisdom around here. We just don't store it on paper. Oh my gosh, I never actually thought I'd come here. I'm so excited. Okay, okay, let's see what we can learn about this Lastalia. Hey, that looks like the machine where we saw Sophie's illusion. Yeah, it's pretty much the same. Which means if I just twang this thingy here... What is that? Is it real? I can see right through it. Okay, let me see. Lastalia, Lastalia. Ich glaube, jetzt kommt die amerikanische Version von Google. Got it. Okay, now let me just. Oh, that's crazy. So the Lastalia really does exist, but it's different from Valkanus Creus. How so? Well, it's kind of like the basis for Valkanus. Eleth is created in the Lastalia and then stored in Creus and Valkanus Creus. It also says that Valkanus exists to stabilize the Eleth produced by the Lastalia. Oh man, this is heavy. There's something slightly unnatural about the Lastalia and the Valkanus. It's like they were almost designed. I was totally just thinking that, Sharia. Great minds think alike. Okay, so that's what the Lastalia is. And Richard will go there next? Oh yeah, in fact, I'm more sure of it now than ever. Richard didn't care about the Valkanus, he just wanted the Eleth. What happens if he absorbs the Eleth from the Lastalia? Dann explodiert der Planet. Since there would be no more Eleth, I think the world would just kind of die. That's crazy. I mean, that can't be what he's after. Could it?
If the Lestalia is at the core, we'll need a way underground. How do we get down there? Let me check. Ah, bananas. Not again. Oh mein Gott, schon wieder die ganzen Pop-ups. The records are so darn old. Come on, you. Okay, there we go. Looks like there's an entrance at a place called World's Eye. It's not far from Warrior's Roost, actually. Anything else useful? Lambda. Lambda? There's that word again. What does it mean? It's bestimmt lateinisch für irgendwas. The name of someone who went after the Valkanus a long time ago, just like Richard is doing now. Oh wait, hold on. There's a poem or something here. A poem? The seed of destruction from Fodra falls to the land of three lights, sprouting its limbs to shroud the radiance. The savior of Fodra rises to wither the leaves of destruction, guarding the lights forevermore. Okay, so are we supposed to know what any of that means? Because I totally don't. Ich habe irgendwie alles verstanden. Das kommt wahrscheinlich daher, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe, aber okay. Hätte ich nicht gedacht. Oh, crud. There's another blank spot here. Oh mein Gott, schon wieder so Porno-Seiten-Pop-ups. Seed of Destruction. Fodra. Where have I heard that? Ja, ich glaube, Sophie hat auch schon mal Tales of Crisis F gespielt. Sophie, what's wrong? Are you okay? I can almost remember. But my head hurts. You need some fresh air. Come on, let's go outside. I'll take care of Sophie. You guys stay here and learn what you can. Thanks, Sharia. This information is just too fragmented. I can only read little bits and pieces. I might be able to repair it or whatever, but it'll probably take some time. Do you know what happened to that Lambda guy after he attacked the Valkanus? It looks like someone jumped in and saved the day. I found a little bit about how he was stopped by something called Protos Haste. I'm guessing the seed of destruction in the poem is that Lambda dude. Which means Protos Haste would be... the savior of Fodra. It makes sense. For some reason, Richard is trying to recreate the events from that poem. I think we've learned enough. We should hurry to World's Eye. Agreed. I'll be damned if I'm gonna let this world die. We'll stop Richard this time. We have to. Na gut. Aber noch nicht jetzt. Are you okay, Sophie? Does it still hurt? Lambda. Seed of destruction. Savior from Fodra. I can almost remember. It's okay. Don't force it. It feels like I have to remember, or something terrible will happen. Something terrible? But it's hard. I'm scared. How are you, Sophie? I'm fine now. I'm sorry. We've decided to head for World's Eye. Okay. Don't push yourself if you're not feeling well. No, you must take me with you. Please. Okay. But let us know if anything's wrong. We'll have to head back to Zavarit first. We can catch a ship from there. Zavarit? Also ja. Wissen wir nicht, Navella liegt? Aber das bietet sich jetzt gerade so an, bevor wir hier weitermachen. Können wir mal ein bisschen durch die ganzen. Naja. Oh, Rinder, Alter. Gut. Können wir so ein bisschen ein paar Quests und so abgeben. So ein paar optionale Sachen schon mal erledigen. Wenn wir schon hier durch die halbe Welt wieder reisen. Zur Kriegerrast. Bieten sich einige Sachen hier auf dem Weg schon mal an. So, gehen wir erstmal den Rindereintopf ab. Ich hoffe, ich habe noch die ganzen Dinger richtig eingestellt. Engelsflug und Tugendaura. Tugendaura, wie ich es früher genannt habe. Ich Idiot.
Taumenschlag. Ja, toll, hat was verschwendet. Mehr Schaden. Elfschub. Ahnung. Standhaftigkeit beim Schwertziehen. Schaden. Verzaubern. Boah, keine Ahnung. Ich gehe irgendwie nur im Kreis. Mach das. Doch alles in der Reihe nach hier. Aufleveln. Ja, das ist schon mal gut. Krankenschwester und. Nee, das ist auch mal gut. Tugend Aura hat sie schon gelernt. Gut. Können wir hier weitermachen? Bankerfahrung, ja. Schienenwiderstand. Wächst hat runter, ja, das ist immer gut. So, dann. Skit. Schuppen aus den Augen. The scale of this story has grown so much, I almost can't follow it anymore. Can someone please give me a recap? King Richard's transformation has plunged our world into a spiral of disaster. This same story came up again in the information from the Hidden Amarcian Archive. It seems that King Richard is behaving just like a creature known as Lambda, who went after the Valkanists long ago. So if we knew why that happened, we could totally figure out what's going on now! But we don't. There was another piece to the puzzle, right? Yes, that would be Sophie. Okay, keine Schokolade, okay. Es geht nochmal, kann das sein. Okay, Reise über Seffert zum Weltenhauer. Ich meine, wir müssen nach Bellamik. Wo ist denn in Severton Hafen? Egal. Ach ja, genau, da brauchen wir ja einen Hafen. Aber dann können wir auch direkt nach Bellamik nochmal gehen. In der nächsten Folge werden wir nur Nebenquests machen, das sehe ich schon. Weil ich mich auch frage, die Geschichte mit Lambda hier. Warum wissen nur die Amerzianer davon? Ich meine, das ist ja Geschichte. Hallöchen. Unser Lieblingskönig wieder. Lestalia. Must get to the Lestalia. Once we're there, our dream will come true. Right? We're the only ones who can save this world. This world is ravaged by war. We can restore it. We must. Ah, was ist nur mit dem Typen los? Alles klar, dann auf nach Zephyrd. Westor. Glaube ich. Ja, Westor. Ich glaube, so mit Timmels Richtung, tut mir leid. Muss immer dieses eine hier nie ohne Shampoo oder nie ohne Seife waschen machen, bevor ich irgendwie in der Richtung festlege. So, wir könnten eine Laterne abgeben. Falsch, da war der falsche. Ich wusste es. Jetzt müsste es offensichtlich sein, dass ich es nicht mit Dingens ab mit Himmelsrichtung Horn, jawohl. Warte mal, einen starken Knopf könnte ich da jetzt rein tun, ne? Oh, so ein Horn. Das ist so ein Horn halt. Ja, meine Nase, okay, ich muss gleich niesen, ich sehe das kommen. Ah. Okay. Ah, meine Nase, verdammt. Los zum Hafen. Wir können ja wohl hoffentlich noch nach Wellamik gehen, oder? Ich weiß auch nicht, dass wir viele Karten gefunden haben, aber wir können ja trotzdem den einen Typen nochmal ansprechen. Vielleicht gibt er uns noch was. Warte mal, fällt gerade ein, aber nicht. Müsste schon verlocken. Ach, das haben wir bekommen, okay. Das Ding's nicht schon. Oh, nochmal. Plus 20. Geil. Hä? Oh, das ist nicht der richtige Hafen, den ich in Erinnerung hatte. So, dann gucken wir mal.
ob er nach und eine Cutscene kommt jetzt. We need passage to an area east of Warrior's Roost. Can you take us there? If you've got the coin, I've got the boat. But I don't see the point. There ain't nothing up there. We have urgent business on an island in that area. Say, you must be the ones that government fellow was talking about. Here, I'm supposed to give you whatever you want. Okay. Sounds like the overseers pulled some strings for us. We can make sail whenever you're ready. Just let me know, yeah? Ich würde gerne auf Velonik gehen. Ah, okay. Hafen nach Zavert. Kennen wir schon. So, hier sind wir richtig. Wo ist denn jetzt der Typ schon wieder? Ist immer so, ich verliere den Typ immer aus den Augen irgendwie. Turtles. Ich laufe an dem vorbei, eiskalt. In diesem Gebiet. Turtles Transport. Ich möchte mal nach. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier sind wir. Okay. Das ist schon mal gut. Stark, und da können wir auch eigentlich nach Lawn zurückgehen und da Quests erledigen. Wo es weitergeht, weil wir sind dann schon beim relativ wichtigen Abschnitt des Spiels angekommen bald. So, eine Laterne. Und eine schwarze Bluse für, weiß ich nicht. Ich glaube, den jetzt hier, ne? Jo, warte mal. Hier. Verdammt. Verdammt, nicht stark genug. Na, wir haben den Titel wieder auf Level, das ist schon mal gut. Krankenschwester. Na gut, was noch? Die Kriegerass, da können wir auch hingehen. Die Liberte, Sabrisol. Überall noch hingehen. Na gut. Weiß ich nicht. Dann gehen wir noch mal. Können wir nicht auch eigentlich von der Kriegerrast aus nach? Warte mal, wir können einen Teiltransport, glaube ich, nehmen. Können wir nicht einfach von der Kriegerrast aus zum Weltenauge gehen? Das wäre doch noch besser. Hafen, Südvalanik Hafen. Das war doch jetzt richtig, oder? Nach Lawn könnten wir theoretisch auch zurückgehen. Hauptsache Story aus irgendeinem Grund hier ein bisschen. Mein Gott. Ich fällt da wollte ich jetzt nicht ein. Hinauszögern, mein Gott. Katze! Haben wir schon, okay. Ist ganz wichtig, dass wir alle Katzen ansprechen. So. Lass mich mal gucken. Den roten Schal, da kriegen wir 790. Ja. Was kann ich mir noch aufnehmen? Gar nichts. Gar nichts. Okay, das Bild ist egal. Na, was soll's hier kommen? Wir kriegen ein Kampfschwert. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Haben wir noch die Katana plus 1. So, was jetzt? Die Liberte, genau. Okay. Reisen wir durch die halbe Welt. Wir können es ja. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja noch eine Minute Zeit. In einer Minute sind wir durch die halbe Welt gerast. Finde ich gut. Vor das Tor, glaube ich. War da richtig? Ja, super. Entschuldigung. Hallo, gratis FP. Bomber. Ein erstaunlicher Knochen. Was? Bin ich starken Knochen? Ach, ich habe beide Arten. Okay, das ist aber ein cooler Zufall. Dann gehen wir hier noch die Anfragen ab. Dann gucke ich mal auf Screen so, was wir erledigen könnten. Und in der nächsten Part dann
sehen wir. Oh Gott, ich sehe schon wieder einen Albtraum. Das sind die Typen wieder. Warum? Der war überhaupt nicht geplant. Oh, toxische Nadel. So, der 5, geil. Nur dieses Ding einfach. Nee. Nee, doch nicht. Boah, keine Ahnung, hier. Hier, Chance auf gestohlenes Objekt. Genau, ich mir ist was eingefallen gerade. Egal, hier. Sehe ich so, als würde ich offscreen wie ein Bekloppter trainieren. Und die ganzen Titel sowieso aufleveln. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F, wo wir wahrscheinlich nicht sehr viel machen werden, außer Nebenquests. Speichersystem dann. Was? Will das System sparen? Oder noch gar nicht irgendwie gespeichert, die Systemdaten. Habe ich irgendwas hier gefunden, was ich in irgendeinem anderen Spiel schon noch nicht gespielt habe, gefunden habe? Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.